Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen kleinen Chart-Update-Video. Im heutigen Video schauen wir uns den Altcoin Rune an. Im letzten Video haben wir uns den Altcoin Fetch AI angeschaut und da das Ganze relativ gut angekommen ist, dachten wir, machen wir nochmal so ähnlich ein Video in diesem Format. Im Hintergrund seht ihr unseren Chart für Rune. Wir analysieren das Ganze wie immer auch hier nach den Elo-Wellen. Und warum wir genau diesen Altcoin oder diesen Chart euch vorstellen wollen, liegt ganz einfach daran, dass wir aktuell hier eine sehr, sehr schöne Struktur sehen und das Ganze auch persönlich mit getradet haben. Wir haben hier auch dann im späteren Verlauf des Videos nochmal einen kleinen Trade, den wir euch zeigen wollen. Das Ganze haben wir auch bei uns auf unserem X-Kanal und bei uns in Telegram hochgeladen. Wir haben das Ganze hier im größeren Timeframe, im Daily Timeframe. Sieht das Ganze wie folgt aus. Wir haben hier ganz links höchstwahrscheinlich unseren Impuls in dieser gelben Welle 1 gesehen und hier die Welle 2. Was uns hier gefallen hat, ist der Retrace am 0786er, hier bei 0,8 US-Dollar, was das Ganze dann hier auch im Chart bullisch gestimmt hat. Danach haben wir hier einen Impuls relativ schön nach oben hin gesehen und zwar hier in der 1, 2, 3, 4 und 5. Was uns hier auch gefallen hat, ist die Reaction am 0382er der Welle 4, das Optimaltarget einer Welle 4. Und langfristig gesehen erwarten wir dann hier einen Impuls nach der 1, 2 in die Welle 3. Das Ganze kann nicht aber noch über mehrere Jahre dauern und wir konzentrieren uns hier zu diesem Zeitpunkt jetzt auf diesen Impuls und zwar hier mit der orangen Welle 1 und 2. Wenn wir noch mal kurz auf unseren Telegram-Kanal schauen, der auch übrigens kostenlos ist, dann sehen wir hier, haben wir am 27. Juni diesen Chart gepostet und zwar haben wir hier diesen Impuls nach oben hin auch analysiert und dann haben wir hier ja unsere Zielbox hier in diesem Bereich euch mitgeteilt. Die ganze Zielbox beginnt bei ungefähr 2,76 US-Dollar. Dann sehen wir, dass wir genau hier in diese Zielbox reingekommen sind und dann eine sehr, sehr schöne Reaction im Chart gesehen haben. Wir haben hier nach diesem Impuls hier in Türkis zu sehen, wie gesagt, unsere übergeordnete Welle 1 abgeschlossen und dann hier unsere dreiteilige Abwärtsbewegung nach unten hin reinbekommen, sind dann hier, wie gesagt, schön reagiert. Wir sehen hier, dass der Chart einmal kurz reingekommen ist und dann haben wir hier den nächsten Impuls nach oben hin gebildet. Das Ganze könnt ihr auch gerne auf unserem X-Kanal abchecken. Hier seht ihr, posten wir auch regelmäßig unsere Charts. Hier haben wir gestern unseren Chart zu Fetch AI hochgeladen, wo übrigens auch der Trade sehr, sehr schön aufgegangen ist. Und hier haben wir auch schon zu Rune, Solana oder anderen Charts unsere Posts hochgeladen. Dann gehen wir nochmal hier in den 4-Stunden-Chart rein und dann sehen wir aktuell auch unseren Trade, den wir auch auf X euch gezeigt haben. Wir haben hier diesen Channel nach unten, der sich hier wirklich sehr, sehr schön ausgespielt hat. Wir sehen, wir haben hier mehrere Male drauf reagiert und haben jetzt hier unten in diesem Bereich unsere ja, Welle 2 höchstwahrscheinlich abgeschlossen. Wir hoffen, dass wir jetzt hier in diesem Fall kein neues Low mehr sehen. Wir können auch hier uns noch mal ganz kurz anschauen, wenn wir unsere Fibonacci Retracement Levels für die Welle 2 ziehen, haben wir auch den wichtigen Bereich zwischen den 0,5er und dem 0,618er erreicht. Das heißt, hier in diesem Bereich zwischen 0,5 und 0,618 erwarten wir die höchste Trendwendewahrscheinlichkeit für eine Welle 2. Und ansonsten, wenn wir uns jetzt hier nochmal ganz kurz reinzoomen, haben wir auch einen relativ schönen Impuls nach oben hin gesehen. Wir haben hier links unsere türkise Welle 1, dann unsere 1, 2, 3, 4, 5 der 3 gesehen. Hier oben die 3 abgeschlossen, Welle 4 und 5. Und dann haben wir hier auch hier den Bereich, genau wie vorhin, übergeordneten Chart zwischen 0,5er und dem 0,618er unsere Box erreicht und haben dann auch hier exakt die 4 Stunden Fair Value Gap ja mit Line getaggt. Das heißt, wir haben hier genau diese orange Linie einmal ja mit einer Wick erreicht. Hier unten sind direkt aufgekauft worden und es sieht aktuell sehr, sehr bullisch aus. Wir starten hier wahrscheinlich den neuen nächsten Impuls. Wir sehen hier diesen Trade, haben wir hier euch gezeigt. Wir können auch gerne noch mal auf X gehen. Da haben wir das Ganze am 7. September euch gezeigt, da war der Chart genau hier an dieser Wick und wir sehen aktuell, wie schön sich das Ganze hier ausspielt. Wir haben hier aktuell einen ja, prozentualen Anstieg von 24,5%, das Ganze auch ohne Hebel und wir sehen hier, wir kommen jetzt hier aus diesem Channel, aus dieser oberen Trendlinie raus und hoffen jetzt natürlich, dass wir hier weiterhin ansteigen können. Wo wir euch auf jeden Fall versuchen, up to date zu halten, ist, wenn wir hier diese 1, 2, 3, 4, 5 abschließen, dann werden auch wir nochmal hier in dieser ABC weiter einsteigen. Das Ganze wird dann hier
sich in so einem Bereich ergeben, wo dann vor allem ja, die Welle 5 erst zu Ende ist. Dann können wir auch diesen Bereich für euch genauer definieren. Werden wir auch dann versuchen, bei uns auf dem Telegram-Kanal oder auf X ja, bereitzustellen. Ansonsten Preisziel kurzfristig gesehen, wenn sich jetzt das Ganze hier um diese Welle 1 und 2 handelt, dann wäre das Welle 3 Preisziel hier ungefähr im Bereich der 8,52 US-Dollar. Das heißt, hier Optimalziel wäre das 1,618er. Ob wir das erreichen, wird sich dann ja, in der nächsten Zeit zeigen. Wäre auf jeden Fall ein schönes Preisziel für diese Welle 3 nach oben. Was Sie natürlich auch beachten müssen bei den Altcoins sind, ja, ist die Abhängigkeit von Bitcoin. Wie sich das da jetzt ausspielen lässt, werden wir höchstwahrscheinlich jetzt in diesem Monat und vor allem im Oktober sehen. Denn im Oktober erwarten wir oder war in der Vergangenheit der Bitcoin einer der stärksten Monate. Und da werden wir dann sehen, was vor allem die Altcoins und auch Bitcoin macht. Doch aktuell steht unser Szenario für Rune immer noch und wir konnten hier, wie gesagt, schöne Gewinne mitnehmen und sind schon mal gut eingestiegen. Stop-Loss, falls jemand das Ganze mitgenommen hat, würden wir hier jetzt in dieser Zeit auch auf Entry setzen. Das heißt, wir haben kein Risiko mehr aktuell, hier irgendwie am Markt Geld zu verlieren. Und damit haben wir einen risikofreien Trade. Ansonsten, wenn es weitere Fragen gibt oder ihr noch Ideen habt, welche Charts wir für euch analysieren sollen, schreibt es gerne in die YouTube-Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.